Jo, Freunde, schon wieder unterwegs bei klarem Sonnenschein, aber bitterer Kälte. Ja, Abholtour Teil 5. Mir hat zwar schon jemand gestern was gebracht, seht ihr vielleicht noch, wenn ich nachher in die Garage einräume. Ich weiß auch schon langsam nicht mehr, wohin damit. Aber wir müssen jetzt nach Erkenschwick, Richtung Mahl, zum Steigerturm und hoffen, da den Mann zu treffen, der die Sachen da hat. Ich hoffe, es ist irgendwas Interessantes dabei. Seien Sie spannend, treu und seien Sie nicht so enttäuscht, wenn es doch nicht so schön ist. Man muss es ja wahrnehmen. Ich würde sagen, bis gleich. Tja, Freunde, der Wagen ist heil geblieben. Qualität zeichnet sich aus. Der Wartburg war tot, es lebe der Wartburg. Ah ja, da sind Sie ja schon. Haben Sie uns schon unter Getöse wahrgenommen? Aber selbstverständlich. Ja. So, dann wollen wir mal gucken, was du da hast. Ja, dann machen wir mal deinen Wagen auf. Was hat er denn weggeholt? Wer hat das denn noch alle gehabt? Ich, ein Teil bei mir hier und ein Teil bei meiner Freundin. Ja, guck mal da, ja. Ich habe unten noch was im Keller. Ah, da ist noch ein beim besseren als der. Der ist irgendwie beim Dingsten. Das ist hier so 1973, das ist aus dieser Galaxie-Reihe. Ja, Sie kennen das, ich nicht. Ja, die hatten immer viel mit Grün. Ja, er hat schon ziemlich gelitten. Das werden wir nehmen. Und hier, das ist auf jeden Fall ein alter Grundig, den kennen wir auch, den Kollegen. Ja. So von 82. Die typischen Anstreicherradios, man sieht die Spritzer des Anstreichens. Und was ist besser, was hier unten hat noch. Das, was immer weg ist, wir sehen es hier schon, ist Antenne. Hier, die Antennen sind grundsätzlich immer abgebrochen. Ja, aber sowas hätten wir natürlich noch auf Reserve, sag ich mal. Ja, das gut. Ist, jo. Die ist hier von, die Antenne. Ja, haben wir noch da. So, dann haben wir hier, ich weiß nicht, das ist von Neckermann. Für wem haben die, oder wer hat für Neckermann gebaut? Wir gucken mal. Neckermann. Das könnte ein Dual sein eigentlich, ja. Könnte, ne? Ja, das ist ein Duallaufwerk. Wie alt? So auch so 72. Und? Egal, und Gott, haben wir Schätze gefunden, was? Und dieses Ding hier ist meistens hier, dass diese ganzen Knöpfe mittlerweile festsitzen, die verharzen. Aber die sind noch nicht fest. Die sind noch nicht fest. Das Einzige, was hier wie immer fehlt, ist die Zehnerwechselachse. Ja gut, ach, schauen vielleicht wir. Vielleicht liegt die da runtergerutscht. Vielleicht meistens liegen die dann im Gerät drin. Und, ja. Aber schauen wir mal. Kriegen wir hin. Schauen wir mal weiter, wa? Ach, dieses, da ist ja die Anlage hier, ja. Ja, soll man die mal rausnehmen? Ach, das ist ja Film, ne? Ja, das sind so die typischen Sachen. Die konnte man überall kaufen, diese Kontaktanlage. Ich denke mal so Anfang der 90er Jahre. Ehrlich? Ja, ja, 90er Jahre, 95 ist das. Ja, das sind so die Sachen, die jetzt so langsam ausgemustert werden. Die standen im Keller. Ja, die werden jetzt ausgemustert, das haben wir schon von vielen Leuten vor 10 Jahren schon ausgemustert werden können. Ne? Können, aber so langsam kommen sie, sehen Sie, jetzt sind sie hier. Ich habe sie spät kennengelernt, der ist vor 2 Jahren. Ja gut. So, dann gehen wir mal im Keller. Gucken wir mal, was da unten noch ist. Oh, ein Teichwasser auch. Mit Fische. Und ein Netz für den Haier. Ja, sicher. Wir haben Frösche. Aber keine Laufenten, die Frösche wegfressen. Nein, haben wir nicht. So, ja. Ah ja, hier wird musikalisch. So, hier habe ich noch einen. Ja. Der sieht besser aus, der stand beim Lege und ein ganz tolles Ding, ne? Ja, das ist ein Taschenradio, ne? Der geht auch. Ja, das ist auch so von 1980. Ist auch schon 40 Jahre alt. Ja. Hat hier noch hier, man kann den Sender noch so schön suchen. Ja, hier, ja. Das funktioniert. Ja. Und hier ist natürlich nicht die Antenne ab. Die ist dran. Die ist dran. Und hier haben wir nochmal so ein Grundig aus dem Jahre 1982. Klar, man drückt drauf, versucht es jedenfalls, sitzt fest. Gucken wir mal. Ja, der ist alles ein bisschen fest. Aber hier ist der Anzeige, da wird wohl der Kabel weg sein. Ne? Hier ist auch wie immer, man dreht hier am Sendeknopf, sitzt fest. Nö, das ist nicht der Riemen. Man sieht ja, wenn man dreht, dass sich ganz langsam hier der Stab bewegen möchte. Aber sind die Zugseile dann oben verrostet? Nö, ganz einfach. Da hat sich der Dreko festgesetzt. Man muss ihn warm machen mit einem Föhn. Experten, die kennen das ja alle, schon ein bisschen Öl dran machen, warm machen, immer wieder und dann kommt die Sache wieder in Fahrt. Was meistens kaputt ist,
ist auch der Keilriemen im Rekorder. Der Keilriemen ist hin. Der ist auch hier hin, ja? Ja. Sie ist ja ein Pionier, jawohl. Ist auch irgendwie aus den 80er Jahren. Ja gut, ich würde sagen, liebe Freunde, wir sehen uns, wenn wir zu Hause sind. Bis gleich. Jo, jetzt sind wir wieder zu Hause. Ja, im Laufe der Woche kam jemand, der brachte hier auch noch Sachen, wie dieses Grundig TK17, inklusive Bänder. Auch auf dem Dachboden dieser Löwe Opta, der Planet. Ja, und die Abholsachen von gerade aus Mal, hier stehen sie rum. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Es sind ja einige Geschichten hier. Hier soll der Gummiband kaputt sein, der Keilriemen. Hier haben wir noch ein paar Grundigs, die fast 40 Jahre alt sind. Wir werden sehr viel ausschlachten, wegschlachten, hinschlachten. Aber seien Sie gespannt, vielleicht ergibt sich ja demnächst noch was. Ich würde sagen, bis zur nächsten Abholaktion. Vielleicht Teil 6, 7, 8, 10, wer weiß es schon. Tschüss, bleiben Sie sicher.